Und so möchte ich auch zum Titel meiner Kurzpredigt kommen: Klang der Segnung. Der Klang der Segnung. Unsere ungerechte Welt. Sagt Ihnen dieser Ausspruch noch etwas? Wir hörten von Streit, von zwischenmenschlichem Hass war die Rede, sogar wurde von der Hölle auf Erden geredet und erzählt. Wenn Sie in den vergangenen Sabbaten Ihre Ohren gespitzt haben, so denke ich, ging es nicht an Ihnen vorbei, dass viel über den Zustand dieser heutigen Welt berichtet wurde. Ein Zustand, der sich stets verschlimmerte und auch noch in Zukunft verschlimmern wird. Bis hin zu der Zeit, wo sie ihren Zenit erreicht. Korruption, Neid, Missgunst, Überheblichkeit, Gier, Empathielosigkeit bis hin zur Psychopathie. Es häufen sich Berichte über Morde. Allgemeine zwischenmenschliche Tenor ist ein schlechter und unsere Sprache wird von Tag zu Tag liederlicher. Eine Liste, wie es scheint, die länger und länger wird mit jedem Tag. Und wie kann man in einem solchen Zustand von Segnung reden? Schon kurz nachdem die Menschen sich auf der Erde ausgebreitet haben, entstand ein antigöttliches System. Mit der Entstehung der ersten größeren Städte und Großstädte der Sumerer, ca. 4000 vor Christus, am Euphrat, erfolgten daraufhin schnell die ersten Bräuche und Gepflogenheiten unter der Einflussnahme Satans, die dazu führten, dass die ersten Religionen entstanden. Als Hochkultur entwickelten sie sich rasant unter Bedingungen, die in einem so fruchtbaren Gebiet wie dem Euphratstrom nur als vorteilhaft galten. In archäologischen Ausgrabungen entdeckte man Überreste von Schrifttafeln in Schulgebäuden, die oft Tafelhäuser genannt wurden. Knappe 2000 Schriftzeichen wurden dort erlernt und studiert. Mathematik, Astronomie und Sprachen wurden dort doziert, die als Pfeiler für die religiösen Grundsätze dort galten. Wir erfahren nicht genau, in welcher Geschwindigkeit Glaube und Religion sich dort etablierten, aber sogenannte Priesterfürsten waren für die Verwaltung der sumerischen Gebiete zuständig. Die Städte wurden immer wohlhabender und der Handel gewann immer mehr an Bedeutung. Was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass das babylonische System, welches nach dem Sumerischen folgte, viele grundlegende Züge desselben beinhaltete und sogar erweiterte. Babylon als Erweiterung der sumerischen Hochkultur. Babylon mauserte sich zum Handelsimperium und führte die Lehren wie Astrologie in Verbindung mit Mystizismus fort. Sie hatten sogar eine gewisse Art von Rechtsprechung. In 280 Paragraphen wurden das bürgerliche Recht, Straf- und Verwaltungsrecht niedergelegt. Es umfasste Einzelentscheidungen, die oft durch Härte ausgezeichnet sind. Über den Aufbau Babylons im 3. und im 2. Jahrtausend vor Christus ist wenig bekannt. Aber was bekannt ist bis heute, ist der fortwährende, zunehmende und ungöttliche Einfluss, den wir sehen, über den wir hören und der uns nach wie vor versucht zu indoktrinieren. Babylon die Große. Eine Art Mindset, das über Jahrtausende vorgeführt und perfektioniert wurde. Ein Lebensstil, der in Gottes Augen nicht nur verwerflich ist, sondern genau betrachtet ist das babylonische Gedankengut ein lebensfeindliches und zerstörerisches. Gott ist klar in seinen Anweisungen. Bezogen auf Babylon und dem dort praktizierten Lebensstil soll man sich fernhalten. Es ist Satan gelungen, ein perfektes System zu installieren. Wie ein Spinnennetz. Ein perfektes, undurchschaubares Netz. Ein Netz gespickt mit einer Fülle an Informationen, die vom Wesentlichen ablenken soll. Die Analogie dazu ist wie frischer, süßer Tau, der sich im morgendlichen Sonnenaufgang am seidenen Faden sammelt. So köstlich und schön anzuschauen, aber leider tückisch. Nährt man sich zu sehr, kann es passieren, dass man nicht mehr entwischt. Das Netz ist ebenso groß wie verzweigt und verstrickt. Und dem natürlichen Menschen ist es unmöglich zu erkennen, wer im Zentrum des Ganzen sitzt. Wir dürfen uns keinesfalls in diesem Netz verstricken und gefangen nehmen lassen. Der Teufel sitzt wie eine Spinne inmitten seines Netzes, das über die ganze Welt gespannt wurde. Sein Netz, von dem aus in der Mitte regiert. Einzig und allein, um den Menschen von Gottes Wissen und Gottes Segnungen fernzuhalten.
Wir gehen davon aus, dass seine Zeit knapp ist. Seine Verstrickung hat bald ein Ende. Das heißt in jeder Generation, dass wir ein Weltuntergangsszenario an die Wand malen. Aber wenn Sie momentan die Nachrichten anschauen, hatten wir noch eine Zeit, die noch nie so schlimm war. Dazu schlagen Sie auf Offenbarung Vers 12, Offenbarung Kapitel 12, angefangen Vers 9. Offenbarung Kapitel 12, angefangen Vers 9. Und ich lese vor aus der Luther 2017. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt, Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder und Schwestern ist gestürzt, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis dahin, bis zum Tod. Darum freut euch, ihr Himmel, und die darin wohnen. Wehe aber euch Erde und dem Meer, denn der Teufel kam zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Das heißt in Vers 12, darum freut euch. Eigentlich geht es hier um die Freude im Himmel, aber ganz allgemein, wie reagieren Sie? Freuen Sie sich über den Fakt, dass der Zorn des Teufels Sie bald ereilt und vielleicht schon gekommen ist? Wie glücklich sind wir über Verfolgung? Oder weil wir sehen, dass sich die Welt langsam in ihrem eigenen Leid zersetzt? Das sind makabere Fragen, aber sollten wir nicht vergessen, dass alles auf ein Ziel hinausläuft. Glückselig sind die Leidtragenden, die reinen Herzens sind, denen hungert und dürstet, die den Frieden suchen, die geistig arm und die um der Gerechtigkeit verfolgt werden. Matthäus 5, Vers 12 sagt, seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Glückselig kann auch mit gesegnet übersetzt werden. Es kommt von dem ursprünglichen Wort Barak, B-A-R-A-K, Barak. Was wörtlich bedeutet, nicht nur segnen, sondern auch im Kontext knien heißt oder niederknien. Dieses Wort besitzt somit eine Wechselseitigkeit. Das Knien im Kontext, die Demut vor Gott, das hat Segnung zur Folge. Und Segnung von Gott bringt einen Menschen dazu, niederzuknien oder demütig zu werden. Das Wort segnen in der Bibel in Bezug auf direktes Eingreifen von Gott wird 164 Mal verwendet. Entweder im Kontext von Segenszuwachs oder Vorenthaltung von Segen. Segnung kann deutlich in Bezug auf das Erfüllen von bestimmten Tätigkeiten, die Erfüllung von Verantwortung oder der Erweiterung von positiven Charaktereigenschaften bezogen werden. Werden bestimmte Dinge nicht erledigt, bestimmte Sachen nicht erlernt oder Verantwortung nicht wahrgenommen, so kann Segnung vorenthalten werden. Gott segnete nicht nur das Getier auf Erden, sondern es sagte, nachdem auch, Entschuldigung, dass der Mensch die Verantwortung übernehmen sollte, seine Herrschaftsfunktion über die Welt zu übernehmen. Gott segnete Abraham, als er seine Familie verließ, sodass er seine geistliche Verantwortung und sein geistliches Wachstum erfüllen sollte. Nach langem Hin und Her erkannte Hiob, dass sein Charakter ein wenig Korrektur nötig hatte. Und er wurde mit doppelt so viel gesegnet, wie er zuvor besaß. Segnung bedeutet harte Arbeit an den eigenen Gedanken, an den eigenen Gewohnheiten und Mustern. Gemeinsam mit Gott sind wir stark genug, gerade jetzt dem Babylon dieser Welt entgegenzuwirken. Wir erhalten durch unser Durchhaltevermögen die wunderbare Gelegenheit, ein Teil zu werden von der größten Segnung, die uns je bevorsteht. Es heißt, gezeugt durch seinen Willen und durch das Wort der Wahrheit, dass wir Erstlinge seien,
Er kauft für Gott und das Lamm. Es geschieht sein Befehlsruf. Er wird herabkommen zum Klang der letzten Posaune. Und so werden wir Segen erhalten. Das Posaunenfest gibt einen Ausblick auf den Segen, den wir erhalten dürfen, wenn wir qualifiziert bleiben. Die Zeit, die dem Klang der letzten Posaune folgt, ist eine Zeit der Segnung. Durch das Netz, das Satan um uns gesponnen hat, wäre es ihm fast gelungen, das Potenzial, das dem Menschen zuteil ist, zu entreißen. Einzig Gottes Langmut, Liebe und Geduld ist es zu verdanken, dass sich sein Plan für uns zum Guten wendet. Dieser Scheidepunkt ist das Posaunenfest. Christi Rückkehr bedeutet friedliche Herrschaft, organisiertes Miteinanderleben, Fülle für alle, Mangel für niemanden und eine Zeit des anbrechenden Segens. Der Klang der letzten Posaune kündigt an, wonach sich allen Menschen dürstet. Aber durch die Gefangennahme Satans leider niemand dazu imstande ist, sie zu erlangen. Christus wird durch seine Rückkehr das Netz zerschlagen und das System ersetzen, das seit Beginn der Menschheit uns allen nichts als Leid gebracht hat. So möchte ich Sie mit diesen Worten entlassen, die wir in 1. Thessaloniker 4 lesen, zum Zeitpunkt der letzten Posaune. Danach werden wir, die wir alle leben und übrig bleiben, zugleich mit denen, die in Christus verstorben sind, dem Herrn entgegengehen in die Luft. Und so werden wir für immer bei dem Herrn sein. So tröstet euch nun gegenseitig mit diesen Worten.